Hallo Leute, heute zeichnen wir mal wieder was Einfaches. Ich habe mir überlegt, dass es mal etwas, naja, Natürliches sein soll. Und ja, jeder, der was mitmachen will, kann natürlich mitmachen. Wenn ihr mal Vorschläge habt, was wir malen können zusammen, dann könnt ihr es mir gerne unten ins Kommentar reinschreiben. Oder wenn ihr sonst eine Frage habt zu Procreate, ich habe ja schon einige Anleitungen erstellt. Schaut es einfach bei mir in der Timeline vorbei. Es kommt auch immer was Neues, deswegen folgt es mir gern. Aber fangen wir jetzt an. Mit Schwarz mache ich das immer, dass ich erstmal meine Skizze zeichne und nehme dazu immer meinen Cartoon Brush. Den habe ich mir selbst zusammengestellt. Das ist so wie so eine Art Bleistift. Und fange dann erstmal grob an zu zeichnen. Und zwar soll es ein Blumentopf werden. Und damit das dann so funktioniert, also zeichnet man immer ungefähr das so ein, wie so ein Blumentopf ist. Und ein Blumentopf ist zwar immer gerade, aber beim Comic-Zeichnen ist es ja so, dass es auch mal ein bisschen übertrieben werden kann. Daher muss es nicht unbedingt so richtig gerade sein. Und wie man schon sieht, zeichne ich auch öfters über die Linien drüber, um dann einfach für mich diese Zeichnung zu bekommen. Weil wenn man jetzt sagt, okay, der Blumentopf bewegt sich, dann kann man hier mal so einen kleinen Einknick machen, so als würde die Hüfte bewegen. Und dann muss es natürlich von unten ein bisschen anders sein. Jetzt kann ich sagen, okay, das gefällt mir jetzt nicht so, ich zeichne einfach noch mal ein bisschen drüber. Und setzt deswegen auch das runter, die Deckkraft. Da kommt man dem hin, dass man diesen Buchstaben drückt, um erstellt mir einfach nochmal eine Ebene, um es einfach nochmal ein bisschen klarer zu machen. Und wenn ich sage, ja, okay, ich sehe jetzt hier keinen wesentlichen Unterschied, dann setze ich einfach noch ein bisschen die Deckkraft runter und dann kann ich einfach nochmal von neuem zeichnen. Wenn ich sage, das gefällt mir jetzt noch nicht so, dass ich einen Topf zeichnen will, so, wie gesagt, das ist jetzt erstmal diese Vorzeichnung und dann kommt man schon zum Gesicht. Kann man sich ja jedes Gesicht ausdenken, was man möchte. Ich zeichne dann immer ungefähr die Augen ein. Was man auch machen kann, ist einfach nur die schwarze Pupille zu zeichnen, anstatt ein komplettes Auge, so wie es ich immer mache, dann geht es natürlich schneller. Und entweder man macht es gleich, also die man sagt, okay, hier habe ich ein unterschiedliches Auge, ist natürlich auch eine Comicfigur, ist auch eine Aussage. Und oder ich kopiere eben dieses Auge mit einmal das Lasso-Symbol, dann kopieren und dann setze ich es rüber. Dann sieht man schon, okay, die Augen sind gleich, muss es aber dann auch wieder hier in der Ebene runtersetzen, sonst habe ich es immer auf eine extra Ebene. Ja, und so habe ich schon mal die Augen. Jetzt kann ich sagen, okay, was möchte ich denn für einen Ausdruck haben vom Gesicht her? Soll er jetzt erstaunt, fröhlich sein oder das macht ja auch schon viel aus. Dann, was ich liebend gerne zeichne, sind immer diese Zähnchen. Das macht es immer ein bisschen niedlicher. Dann, wenn man Mund auf hat, dann gibt es natürlich dann so eine Zunge noch, die man sieht. Und dann kann man sagen, okay, der schaut jetzt ein bisschen erstaunt, so, ah, was möchte ich denn? Und da kann man sich auch mal selber im Spiegel beobachten, wie sind jetzt hier die Augenbrauen? Kann man jetzt, wenn man sagt, okay, sind die jetzt korrekt oder möchte ich die noch kippen, kann das wieder mit einem Lasso-Symbol und dann auswählen und dann kann man es hier eben kippen und dann gucken, schaut es jetzt besser aus oder war es, wie es früher war, schöner. Genau, jetzt hat man schon mal einen Charakter, einen Blumentopf gezeichnet. Jetzt kann ich alles von mir aus zusammenfügen und dann tue ich das nochmal zurücksetzen mit der Deckkraft und dann fange ich auch schon mit der Outline an. Das heißt, ich gucke mal immer,
welche Outline ich nehme. Nehme ich jetzt die 4, ist es noch ein bisschen zu dünn. Nehme ich den 5er, ist auch noch ein bisschen zu dünn. Dann gucken wir mal. Ja, weil wenn ich sage, es wird ein Ausmalbild, dann ist es ganz gut, wenn dann die Striche ein bisschen dicker sind, dass man die ja auch sehen kann dann noch. Und dann zeichne ich eigentlich schon nach. Das heißt, versuche hier das alles einfach nachzuzeichnen. Kann es auch ein bisschen drehen, wenn ich möchte. Und es muss ja auch nicht immer so gerade sein alles, deswegen ist es auch egal, ob das jetzt eine gerade Linie ist. Klar kann man dafür sorgen, dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt hier eine gerade Linie, halte es hier fest, drücke den Daumen hin, dann ist es auf jeden Fall gerade und dann kann ich es hier auch noch ein bisschen differenzieren. Oder hier eben beim Bearbeiten kann ich das auch hier mit den Punkten nehmen und sagen, okay, ich hätte jetzt halt hier lieber eine gerade Linie, wie man sieht. Habe ich es jetzt nicht wirklich gerade gemacht, aber ungefähr. Und deswegen kann man sich das selber entscheiden. So schaut es halt ein bisschen immer natürlicher aus und auch nicht so mit dem Computer gezeichnet. Dann, was ich immer mache als extra Tipp, ist nochmal eine extra Ebene. Dass, falls dann irgendwas anderes sein sollte noch, dass ich das nacharbeiten kann, dass ich sagen kann, okay, mir gefällt zum Beispiel die Gesichtszüge nicht so und deswegen tue ich das dann wieder nacharbeiten oder noch was anderes als Beispiel machen. Das heißt, hier eine extra Ebene und zeichne erstmal eine Gesichtszüge. Da nehme ich immer einen Pinsel ein bisschen weiter runter, also von der Dicke her, dass das nicht zu extrem ist. Kann man sich da auch entscheiden, okay, lasse ich das so in dieser Biegung oder nehme ich das schön mit, dass es auf jeden Fall rund ist. Meistens ist es einfach eine Gefühlssache und man kann auch fünfmal das gleiche machen, fünfmal die gleiche Biegung oder den gleichen Pinselstrich und es gefällt einem, und bis man dann das bekommt, was man haben möchte. Jetzt habe ich die Augen. Kann ich das, meistens mache ich dann nochmal eine extra Ebene, um es dann einfach individuell immer wieder neu zu bearbeiten, wo ich dann sage, okay, das Auge könnte ich jetzt anders machen. Wie man sieht, ist hier jetzt die Deckkraft nicht so wirklich. Deswegen mache ich es jetzt nochmal zurück, um es klarer für euch darzustellen. Wenn man das hält, kann man, hier ist der Schwellenwert auf 0 und je höher ich da gehe, desto geschlossener wird es. Das ist dann immer, dieser Schwellenwert wird immer vom letzten Projekt gespeichert. Das heißt, wenn da das auch nicht so gut war, dann funktioniert das nicht. Und hier sieht man noch, ist noch eine kleine Lücke. Ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann. Ist so ein bisschen doof. Deswegen mache ich es nochmal auf. Also nochmal zurück. Und mache den Schwellenwert einfach ganz groß. Und wenn ich ihn dann zu groß mache, geht das ganze Schwarze raus. So, aber so sieht man ja, dass es gut ist. Mache ich nochmal eine neue Ebene, um einfach für mich hier nochmal das Auge ein bisschen zu machen. Jetzt kann ich es natürlich bearbeiten mit dem Kreis hier auch noch ziehen oder hin und her schieben. Aber wenn ich es einzeln habe, habe ich hier nochmal die Möglichkeit, noch was zu machen. Das habe ich, wenn ich das jetzt auf der gleichen Ebene mache, eben nicht. Hier hat man schon mal den Unterschied, dass ihr das dann schon mal wisst, wenn ich jetzt das hier auf dieser gleichen Ebene mache. Und einfach einen Kreis rum, dann kann ich hier den Kreis antippen, kann es auch ungefähr, wie man sieht, so ein bisschen eiförmig wird es dann gleich machen. Das ist, wenn es auf einer extra Ebene ist, viel besser. Und dann kann ich gucken, ist das jetzt ungefähr in der Mitte, keine Ahnung. Und sobald ich davon weg bin, und ich dann sage, okay, ich möchte es verschieben, geht nicht mehr, weil ja beides zusammen verschiebbar ist. Deswegen beides zusammen auf einer Ebene. Und wenn man das auf einer extra Ebene macht, kann man es besser verschieben. Man sieht auch hier die Mitte, wenn ich hier die Mitte eingestellt habe. So. Und das kann man hier beim Rastern einstellen, einfach die magnetische Raster anschalten und schon kann man das größer, kleiner machen, wie man eben es auch haben möchte. Manchmal gehe ich dann auch weg und
Mach nochmal die Skizze aus, um zu gucken, jetzt wie ist der Charakter? Möchte ich es nochmal größer die Augen haben? Dann muss ich beides markieren, indem ich das nach rechts wische. Schau es, tue es nochmal zum Verschieben mit dem Pfeil. Dann kann ich mal schauen, wenn ich jetzt größere Augen habe, wie es auf mich wirkt, ob das jetzt besser ist, als wenn ich jetzt sage, okay, ein kleines Auge. Aber für mich passt jetzt das kleine Auge, dann kann ich das auch zusammenführen, wenn ich will. Außer ich sage jetzt, ich möchte es danach nicht ausdrucken als Ausmalbild, sondern zum Beispiel gleich ausmalen dann noch. Dann lasse ich das erstmal und kopiere einfach die zwei Augen. Und am leichtesten geht es, wenn du entweder halt die einzeln kopierst oder duplizierst, wie es eben hier heißt, oder du setzt es in der Gruppe. Und kannst es hier eben auch duplizieren, nicht nur die einzelnen Ebenen, wenn man so rüber geht, sondern auch die Gruppen kann man kopieren oder duplizieren. Und dann kann ich es hier rüber setzen. So. Und wenn ich möchte, kann ich hier auch noch es umbenennen, dass ich weiß, okay, rechts ist das rechte Auge. Huch, das habe ich Auge geschrieben. Auge. Sollte man schon richtig schreiben, sonst weiß man es nicht mehr. Und dann könnte man natürlich auch noch das linke Auge hinschreiben, aber manchmal ist es auch so, man merkt es einfach oder man klickt einfach drauf. Wenn es noch nicht so viele Ebenen sind, finde ich, ist es auch egal, da braucht man das auch nicht so beschriften. So, jetzt sind wir aber noch bei den Augen. Sind auch ein bisschen ungleich, finde ich. Möchte ich nochmal gucken, dass das passt. Jetzt sind zwar die Augen gleich auf, da meine Augen, also die Umrandung aber nicht gleich auf ist, schaut das immer ein bisschen doof aus, wenn man es dann gleich auf hat. Deswegen, wenn die so ein bisschen unterschiedlich sind, passt das dann bei einer Comicfigur. Jetzt möchte ich dann noch gucken wegen dem Mund. Haben wir ja schon eingezeichnet, das heißt, ich habe hier nochmal eine extra Ebene gemacht. Male es auch wieder mit dem kleineren Pinsel und male es einfach außenrum. Einfach ist gut gesagt. Es muss ja dann immer so ungefähr sein, dass es geschlossen ist. Das braucht mal ein bisschen mehr Schwung oder was man eben machen kann, ist halt das ein bisschen zu erweitern und dann mit einem Radierpinsel zu radieren und dann einfach nochmal drüber zu streichen oder einfach so oft diese Umrandung machen, bis man einen geschlossenen Punkt hat. Aber wie ihr hier seht, ist es einfach nicht so leicht, immer wieder die gleichen Striche zu machen. Manchmal macht man das einfach immer öfters. Deswegen dauert Zeichnen auch ein bisschen länger. Und ich mache jetzt auch die Zähne noch auf der extra Ebene. Habe jetzt hier die runde Form, genauso wie die Zunge. Bei der Zunge mache ich es meistens immer so, dass ich immer so hier zwei Halbkreise mache. Und manchmal passt es ungefähr, dass die zusammenkommen. Wenn nicht, dann gleiche ich es einfach noch aus. Jetzt ist mein Radiergummi zu groß eingestellt. Dann kann man den noch ein bisschen wegradieren, da das hier immer so ein bisschen runde Sachen sind, ist rund. Jetzt sind wir dann auch noch gleich bei den Augenbrauen. Die mache ich dann auch noch auf der extra Ebene. Da kann man, ups, musste ja den Stift wieder nehmen. Das ist das gleiche Schema wieder, dass es ungefähr zusammengeht. Ziehe es mir ein bisschen näher auf und dann kann ich hier ganz leicht das machen. Wenn ich sage, okay, ich weiß jetzt nicht, manchmal ist es ein bisschen eierförmig, dann mache ich noch den Trick, dass ich sage, okay, ich mache jetzt die Verformung hier unten an und kann dann hier noch meine Augenbrauen ein bisschen biegen. Jetzt kann ich mich entscheiden, erstelle ich noch eine neue Augenbraue oder nehme ich die einfach auf der anderen Seite auch her. Kann natürlich witzig sein, wenn die, mache ich es immer auf gleichmäßig, dann sehe ich es immer richtig. Wenn die, deswegen witzig, wenn die unterschiedlich groß sind, dann sieht es ganz anders aus. Ein bisschen, wenn das ein Stückchen kleiner ist als das, man kann es aber auch gleich groß lassen. So, jetzt haben wir schon den ersten Charakter fertig und jetzt könnte man es ausmalen oder eben ausdrucken.
setze das jetzt mal in eine Gruppe, dann kann ich das besser, wenn ich jetzt alle markiert habe, verkleinern, vergrößern, wie auch immer. Und was bei euch jetzt ist, wenn ihr es in der Mitte gestellt habt, so könnt ihr jetzt theoretisch entweder vorher oder nicht noch etwas dazu malen, auf was ihr Lust habt. Ob das jetzt eine kleine Blume ist, das muss ich hier nochmal rein. Genau, ihr könnt jetzt, wenn ihr lustig seid, dazu noch eine kleine Blume malen. Oder, schaut lustig aus. Oder man malt dann noch etwas Gras dazu. Dass es ausschaut wie Haare. Kann man auch machen. Oder man macht genau eine Pflanze noch mit drauf. Zum Beispiel einen Kaktus. Dass man noch einen Kaktus dazu malt, der was dann hier oben rausschaut. Mit einer kleinen Blume dran. Oder einem extra Gesicht. Daher sind euch hier auch keine Grenzen gesetzt. Oder ihr macht einfach irgendwas anderes, was eigentlich nicht dazu passt. Was könnte das sein? Zum Beispiel eine Kaffeetasse. Stifte sind auch lustig. Steckt anstatt Blumen, stecken Stifte im Blumentopf, weil es mag er wahrscheinlich auch nicht so gern. Dann passt auch das entsetzte Gesicht dazu. So, was macht die da? Genau. Wenn ihr noch wissen wollt, wie man das mit den Farben, mit der Befüllung macht, dann kann ich da gerne auch noch ein Anleitungsvideo machen, wie man da Texturen verwendet. Schreibt es mir einfach ins Kommentar. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche. Bis bald. Tschüss.